Gut, auf geht's. Wir gehen in den Westen. Der Chat hat gesagt, du gehst erstmal in den Westen. Also ab in den Westen. Hallo, hier ist Nimila. Wir sollten ab jetzt hin und wieder telefonieren und uns darüber austauschen, wie es so läuft. Du bist doch von der Akademie aus nach Westen aufgebrochen, stimmt's? Junge, ich bin noch nicht mal draußen. Dann sollte Moldrit nicht weit entfernt sein. Da gibt es übrigens auch eine Arena, die sich auf Käfer-Pokémon spezialisiert hat. Fordere doch die Arenaleiterin dort heraus. Ich bin mir sicher, dass du gewinnen kannst, Muley. Viel Erfolg. Aber das ist safe nicht die erste Arena. Ich glaube, die erste ist laut Trailern die Pflanzenarena. Dann ist das mindestens die zweite. Südliche Zone 2, Leute. Was geht denn hier Schönes ab? Schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall mal sehen, dass sich die Starter alle einmal entwickeln. Ach, guckt mal, hier ist Dortys Lieblings-Pokémon. Ja. Kriegt da direkt Bock aufs Spiel. Geil, und nochmal. Ein Picknick. Ich habe meinen Beutel mit zu vielen Zutaten vollgestopft. Hier, nimm was. Jo, man kann ja Picknick machen, das müssen wir dann auch mal machen. Erdbeere, Scheibenkäse, Frischkäse, Pfeffer. Ach so, die wollte jetzt picknicken mit mir. Naja, komm, wir gucken uns das mal an. Wir machen mal ein Picknick. Im Westen. Hol den Flammenwerfer. Du und deine Pokémon sprudelt wieder über vor lauter Energie. Okay. Man hat jetzt gar nichts gesehen, aber... Okay, dann machen wir das doch später. So, hier gibt es schon mal Voltilam. Jetzt weiß ich, warum Ampha gesagt hat, geh in Westen. Okay. Voltilam. Level 9. Zieht wieder an. Was ist deine vierte A? Vierte Arena war die letzte. Direkt Paralyse, direkt kein Bock mehr. Gerade mit 10 FPS gelaufen. Gutes Spiel. So, wir fangen mal Voltilam. Würde ich auch mit ins Team nehmen, dass der sich entwickelt mit der Zeit. So, erstmal Raffel raus. Cool. Wir haben ein Voltilam. Wann der zu Vati wird, weiß ich nicht. Oh, Mangunio ist hier auch. Top Äther. Oh, hier sind viele Voltilam. Hier kann man Shiny Voltilam farmen. Nice. Alter, wie das glitzert in der Nacht. Das ist ja krank. Shiny 7 Vibes. Oh, ich habe jetzt auch einen Tag-Nacht-Zyklus. Ich weiß aber nicht... Wechselt das alle halbe Stunde oder so? Also es hat nichts mit dem Real Life zu tun. So viel ist sicher. Ja, was ist das? Das ist das Ding hier, ne? Okay, da... Oh, das ist ein Kristall. Aha.
Top-Äther nochmal. BP-Bonbon XS. Was macht das Ding? In Paldea findest du an einigen Orten funkelnde Kristalle. Wenn du diese untersuchst, kannst du dich an Terra-Raids versuchen. Ach, das ist ein Raid! Das ist ein Raid, Leute. In Terra-Raids kämpfst du mit anderen Trainern gegen mächtige Terra-Kristall-Pokémon. Ja, aber da werde ich noch gespoilert mit denen, ihr Monster. Das ist mir noch zu früh. Ja. Wenn du offline bist, kannst du gemeinsam mit Freunden in der Nähe kämpfen. Cool. Terra-Kristall-Pokémon in Raids verfügen über seltene Terra-Typen. Gelingt es euch, eins dieser Pokémon gemeinsam zu besiegen, kannst du es versuchen zu fangen. Alter! Der hat Bedrohung. Mobtiff, den kenne ich noch gar nicht. Was bist du? Noch 3 Folgen. Und dann noch den Film. Vergiss nicht, da geht noch ein Film danach los. Junge, was? Okay, ist schon mal nicht effektiv. Biss. Okay, das macht noch weniger Schaden. Hä, was bist du, Junge? Kratzer. Para. Geil, fühl ich. Komm, wir werfen einfach einen Ball. Easy. Was ist das denn, ey? Level 14. Der ist Typ Unlicht. Es blickt stets finster rein, um von anderen ernst genommen zu werden. Doch selbst weinende Kinder fangen bei seinem Anblick an zu lachen. Ins Team erstmal. Unlicht, warum nicht? Na gut, dann machen wir mal in Zone 2 einen Trainerkampf, Leute. Auf geht's. Küss mich. Der Anna. Na gut, den kennen wir ja schon, ne? Versus. Auf geht's, Quacks. Oh, ich bin ja jedem Kampf paralysiert. Was ist denn das? Wie kann man denn nur so nerven? Kein Bock mehr, ey. Ich weiß nicht, wann sich die Wasserente entwickelt. Kann ich dir leider noch nicht sagen. Leute. Krass. Die hat einen Uwe. Der Uwe ist auch dabei, Dorti. Unser Fabio, Samstag gibt eine fette Party und ich bin dabei. Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei. Und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Uwe, ran. Uwe, Uwe, Uwe. Geschafft. So, meine Starter sind jetzt Level 14. Anna besiegt. Tja, Anna, du heulst jetzt, ne? Ich bin enttäuscht. Tja, aber ich bin schon wieder paralysiert, ey. Sinnlos. Noch ein Trainer. Der redet von irgendwelchen Wundern.
Okay, was hast du Schönes? Ey, guck mal. Zu Gold, den können wir sehr effektiv treffen, sofern die Paralyse nicht kickt. Und regnen tut's auch noch. Tschüss. One Hit. Oh, das war's schon. Das ging aber schnell. Da klatscht er. Ja, Moini. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und dann kommen wir zum Tunnel. Auch wenn es eine Leiter ist, ist egal. Dü, 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 dü. Oh. Hier gibt's Elektroball. Nicht schlecht, Leute. Cool. Da kann man sich nochmal umgucken. Aber es geht noch weiter hoch. Wenn ich es hinkriege. Immer schön die Türme rauf. Das ist bestimmt wie in Breath of the Wild. Dann krieg ich erstmal einen Kuss. Eine Truhe. Oh. Oh. Du bist die... Es gibt ja die Wanderform und die Truhenform, ne? Ja, weil wir mal einen Ball mal sehen, was passiert. Ne. Dann müssen wir da wo kämpfen. Das sollte reichen. Schätze ich mal. Ball ran. Okay. Da hat er gar keinen Bock. Ich kann erst 18 Uhr essen. Ah, wegen Quark. Okay, okay. Junge, ey. Mach mal Klaps. Ah, nee, das geht nicht, oder? Nee, ist ein Geist. Scheiße. Es ist ein Geist. Ah, Moini, ey. So, guckt mal, Shiny. Bälle hab ich eingelöst. Geht doch. Muss man immer erst das Shiny rausholen. Easy. So, Voltilam ist auch dabei. Ja. Es entstand vor etwa 1500 Jahren in einer Schatztruhe. Wenn Diebe versuchen, den Schatz zu stehlen, saugt es ihnen die Lebensenergie aus. Ja, das ist schon wild, ne? Wiegt 5 Kilo. War wahrscheinlich auch nur wegen der Truhe. Geil. So, wieder ein Trainer. Darf ich deine Telefonnummer haben? Der Leon. Leon ist auch dabei. 3,5 Stunden noch, Leute, dann ist Feierabend. Da hinten steht noch der Hund, ey. Lol. Ja, aber wir sind gut im Typ-Vorteil gerade. Tackle juckt nicht. Herr Professor, keine Ahnung. Ich bin noch am Anfang. Mach Shiny-Story. Hab ja erst ein Shiny und... Jetzt gehe ich mal so Richtung
Erster Orden. Weiß ich nicht. Muss Chat dir sagen. Junge, der heilt sich. Das ist fies. Ah, ich krieg nicht kaputt wegen der Paralyse. Los, greif einfach einmal an. Dann passt es. Wie oft ich die Full-Para kriege, es ist zum Kotzen. Greif an. Du verlierst das noch, wenn du nicht angreifst. Geht doch. Ist ja anstrengend, ey. Man kann die Pokémon nicht fangen von einem anderen Trainer. Nein, das geht nicht. Den kenne ich noch nicht. Was ist das denn? Ist das ein Lego-Baustein? Geosali. Du, das neue Kleinstein oder was? Sieht so aus. Ach du Scheiße. Junge, was ist das denn? Spoiler. Das ist Spoiler, ja. Oh oh, der macht mich kaputt, Leute. Das soll ein Pilz sein? Okay. Miezi! Nicht platt gedrückt werden. Ich werf mal einen Ball. Easy. WTF, Mann. Ruckzuckhieb, kann man mal mitnehmen am Anfang. Wenn ich mal schnell sein muss, kann man das mal machen. So. Lernen sie ja alle Attacken, was ist denn los? Wild. Ja, das ist das neue Gesteins-Pokémon. Krass. Cool, cool. Das sieht aber echt witzig aus. So Leute, Trainer-Time. Da hing erstmal mein Legi in seinem Gesicht. Easy. Der Björn. So hieß mein Ausbilder. Damals. Im Glaswerk. Wilde Zeit. Aquaknarre. Ey, wir können sogar gut angreifen. Sehr schön. Haus kaputt. Mach doch. Ah, der ist halt Level 14, ne? Der haut mich gleich kaputt, ja. War wahrscheinlich 3 Hits. Mit Ruckzuckhieb nimmt er mich raus, ey. Los, Quacks. Wendung. Hat er gerade auf seinen Ball gespuckt? Sah so aus, ne? Was ein Neuzugang. Oh, meine Ente entwickelt sich. Ich bin gespannt. Mein Starter entwickelt sich. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Viele sagen ja, die Entwicklungen sehen scheiße aus. Ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Quacks.
Fox hat sich zu Fuenten. Was? Fuentente entwickelt. Also, wie spricht man das aus? Okay. Geht aber, oder? Oh, direkt das nächste. Die Katze entwickelt sich auch. Die ist geil. Einzige Ding ist nur, die steht halt auf zwei Beinen wieder, ne? Es wird also wieder ein Fuecro. Ey, aber die sieht gut aus. Warum stehen die immer auf zwei Beinen? Velori hat sich zu Philospa entwickelt. Goodbye, vier Beine. Ja, ja, war aber klar. Ist aber okay. Trotzdem noch. So. Für den Feuerstarter hat es leider nicht mehr gereicht. So. Jetzt ist der Feuerstarter noch dran. Zeig her. Okay, der geht ja in eine ganz neue Richtung. Lokroko. Ey, wird das ein Mexikaner? Wird das so ein Lombrero 2.0? Das wird ein Mexikaner. Was? So ein Macher, dieser Typ. Ach du Scheiße. Geil. Aber die haben alle noch ihren normalen Typen, ne? Die haben noch keinen zwei Typen. Glaube ich zumindest. Ja, moini, ey. Okay, Stand jetzt. Erste Entwicklung. Finde ich die Katze jetzt am besten. Danach Feuer, danach Wasser. Also es hat sich komplett geändert. Das kann sich aber auch nochmal ändern, wenn die zweite Entwicklung kommt. Aber gerade jetzt finde ich nicht mehr Ente am besten, sondern am schlechtesten. Wild. Das hat sich jetzt komplett verändert bei mir. So, wir sind da. Gibt's hier irgendwas Krasses oder so? Willkommen, ich bin dick und verkaufe Essen. Das ist cool, Alter. Hey, du da. Moin. Gibt es hier irgendwas Sinnvolles? Da hinten ist noch ein Pokécenter. Hier sind kleine Drecksplagen. Feuerwerk, Feuerwerk! Auto, schöne Wetter. Überall halt Fressbuden, ne? Ach du Scheiße. Die Frames, ey. Hier ist okay. Aber von weiter weg. Holy shit. Wow. Gute Aussicht, Junge. Du kannst ja einfach überall runterspringen. Du bist am Ziel. Yay! Frühstück. Hey, Mulai! Du bist also zu dieser Arena gekommen. Heißt das etwa, was ich denke? Du willst den Arena-Orden sammeln und dich auch der Liga stellen? Jo. Super, ich wusste es. Gut, dass ich es dir vorgeschlagen habe. Bevor du gegen eine Arenaleiterin oder einen Arenaleiter antreten darfst, musst du erst noch die Arenaleiterprüfung meistern.
Diese Prüfung verläuft in jeder Arena anders, also informier dich am besten am Empfang. Hier für dich. Denk an mich, wenn deine Pokémon geheilt werden. 3 Supertränke, das ist geil. Ach, es freut mich total, dass du auch Champ werden möchtest. Ich kann es kaum erwarten. Also dann, hau rein. Jo, Mann. Jetzt müssen wir gegen das Taschenmesser kämpfen. Willkommen in der Arena von Moldrit. Lass mich dich zuallererst als Herausforderer registrieren. Dein Name ist Mulai. Jo. Bevor du dich mit Arenaleiterin Rona messen kannst, musst du die Arenaleiterprüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, am Olivenrollen teilzunehmen. Was für ein Vieh. Der Olivenanbau spielt eine bedeutende Rolle hier. Seit Generationen veranstalten wir daher das Olivenerntefest, um eine reiche Ernte zu erbitten. Hallo. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du einen Ball, der einer Olive nachempfunden ist, ins Ziel rollen. Wenn dir das gelingt, werden wir nächstes Jahr sicher mit einer reichen Ernte belohnt. Wende dich für Details bitte ans Personal. Hä, was ist das für eine Prüfung? Der Austragungsort für das Rollen ist nördlich der Stadt. Ich markiere es dir auf der Karte. Viel Erfolg. Okay, the fuck?